Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute zur digitalen Eröffnung der Ausstellung Ball and Chain in der Galerie Michaela Helfrich in Berlin und zum Werk von Pina Rath, mit der ich heute die große Freude habe, ein Künstlergespräch über die Ausstellung und über ihr künstlerisches Werk zu sprechen. Wir sehen Sie schon hier sitzend vor zwei Ihrer wunderbaren Werke und wie Sie unschwer sehen, geht es bei der Künstlerin um den Menschen, der ganz stark im Zentrum der Malereien steht. Wir sehen großformatige Malereien, bei denen uns das Modell anblickt, verschiedene Themen eröffnet. Und trotz dass wir Porträts von Menschen sehen, sieht sich die Künstlerin nicht als klassische Porträtmalerin. Und mit diesem wunderbaren Cliffhanger darf ich auch gerade einmal überleiten an dich, liebe Tina. Herzlich willkommen und danke für das Gespräch schon mal. Ja. Und vielleicht möchtest du gleich zu diesem Statement Stellung beziehen. Warum siehst du dich nicht als klassische Porträtmalerin? Ja, das hat damit zu tun, dass ich die Modelle zwar inszeniere und fotografiere, aber Foto arbeite und ich nicht, also die Leute nicht platzieren würde, um sie dann halt irgendwie zu malen, was ja irgendwie so der. Eigentlich so der klassische porträtmalerische Weg irgendwie wäre. Und es ist aber vor allem deshalb so, dass ich das nicht mache, weil ich eigentlich irgendwie was anderes suche, als die Realität da jetzt irgendwie abzubilden. Obwohl meine Porträts natürlich, also ich sage jetzt halt Porträts, weil es die Kategorie ist, die sind ja schon sehr realistisch gemalt, aber es ist halt irgendwie. Kein Anspruch, die Charakteristika des Subjektes, das mir gegenüber sitzt, abzubilden, sondern es sind eigentlich also es sind Projektionsflächen für mich selber und für mein Inneres und oder für das, was ich damit machen will. Ja, insofern. Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Art, wie du über deine Modelle sprichst auch, weil du sehr, sehr viel Menschlichkeit über deine Modelle sprichst und das Verhältnis zwischen dem Maler und seinem Modell ist in der Kunstgeschichte ein ganz, ganz langes Sujet und viele Kunsthistoriker haben sich daran abgearbeitet, dieses Verhältnis auch zu charakterisieren. Du hast in dem Vorgespräch ganz spannend gesagt, dass du dass deine Modelle natürlich auch Bedürfnisse haben und dass du für deine Bildidee erstmal verwendest. Und das ist ja auch völlig normal, weil jeder Künstler letztendlich sein Motiv für eine Bildidee verwendet und dass du deswegen nicht klassisch eine Porträtmalerin bist, obwohl es sich klassisch um Porträts handelt, sondern sie werden zu einem Teil quasi von einer Bildidee, von einer Metapher und du abstrahierst sie. Also wir haben hier schon mal die erste Brücke und das wird sich während unserem gesamten Gespräch auch so ein bisschen zeigen, du arbeitest zwischen Spannungen. Und wir haben hier zwar diese Realität, diese Ebene, dass es natürlich ein Modell gibt, deine Porträts fußen erstmal auf real existierenden Menschen. Du hast aber auch diese Abstraktionsfläche, wo diese Modelle, diese Menschen in ein größeres Gefüge hinein begibst und dass sie zu Metaphern letztendlich werden. Wir werden später auch nochmal über die konkreten Themen sprechen. Und somit diese Figuration, Abstraktion eigentlich schon gleich von Anfang an aufmachst. Also sagst, naja, es sind vielleicht Menschen, aber die Idee dahinter ist vielleicht nochmal abstrakt. Und ich finde es auch sehr spannend bei dir. Man sieht es auch deinen malerischen Werken als solche an. Wenn man sich deine Malereien wirklich auch näher ansieht, dann gehst du ganz speziell mit der Farbe um. Also wir haben natürlich eine gegenständliche, eine figürliche Darstellung. Aber du legst ganz großen Wert auch auf diese Grobkörnigkeit, auf dieses Vermischen innerhalb von dem, was wir in der Kunstgeschichte als das Inkarnat, also die Hautfarbe, eingehen. Und vielleicht möchtest du darauf nochmal eingehen, warum dieses Inkarnat für dich so eine Rolle spielt. Und vielleicht von meiner Perspektive heraus, das Inkarnat ist ja letztendlich unsere Brücke zwischen Leinwand und Realität. Ne? Wir haben diesen Moment, dass in dem Augenblick, in dem du als Malerin die Malerei auf die Leinwand begibst, belebst du diese Leinwand. Und aus einer Figur wird plötzlich ein Charakter. Vielleicht möchtest du auf diesen Zustand nochmal kurz eingehen.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass dass die Haut ja auch das ist, was unsere äußerste Hülle ist eigentlich. Habe nach dem Inkarnat gefragt und als Kunsthistoriker freut man sich natürlich immer sehr, wenn jemand dieses Thema aufgreift und neu interpretiert. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass du eine klassische Porträtmalerin bist und dass für dich dieser Werkprozess ein ganz wichtiger ist, weil du dir da häufig erst um die Themen Klarheit gewinnen. Und die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, weil du auch sagtest, dass du von Fotografien her malst, inwiefern dieser Moment, wenn die Farbe auf die Leinwand kommt und du quasi von diesen Fotografien abmalst, in Anführungszeichen, aber die dann quasi belebst, wie man sich diesen Werkprozess vorstellen muss bei dir. Vielleicht ist das so. Ja, das ist ja so, dass ich ja eigentlich dann schon das sozusagen das Perfekte irgendwie sozusagen irgendwie vor mir habe. Irgendwie, also das Foto ist ja schon so die nächste Annäherung, die man irgendwie im Zweidimensionalen irgendwie haben kann. Und ich male aber deshalb, weil ich möchte, dass da in dem Prozess irgendwie noch mehr passiert. Und das geht halt, wenn ich die Zeit dazu habe, mich malerisch damit auseinanderzusetzen. Und was dann halt passiert ist, dass sich im Werkprozess immer wieder Momente ergeben, wo Überraschungen passieren, also wo man nicht vorhersehen kann, bei aller Vorbereitung. Und das ist auch ganz wichtig, dass das passiert, sonst würde man sich ja zu Tode langweilen. So. Also es ist irgendwie, es gibt halt irgendwie diese Vorbereitung, man macht irgendwie eine Untermalung, man legt irgendwie die Figur im Raum an und dann gibt es manchmal Momente, wo in diesem Spannungsfeld von dem Perfekten und der Zerstörung, die man da reinbringt, um das halt irgendwie in der Bearbeitung eben, passieren dann manchmal Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt fängt das Bild an, irgendwie sich irgendwie zu erheben oder irgendwie etwas ganz Eigenes zu bekommen und sich quasi aus dieser Darstellung einfach nur. Ja, also da kommt dann dieser Mehrwert rein, so irgendwie. Und darum mache ich das. Also, das ist einfach der Grund, warum ich Bilder male. Und du hast ja schon das nächste, so spannende, diese nächste Brücke, diese nächste Spannung aufgemacht, den zwischen der Zerstörung und der Ordnung. Und wir kommen von diesem figürlichen Abstrakten quasi zur nächsten Spannung, die du aufmachst. Deine Werke gehen ja ein auf ganz viele Fragen. Und die zentralste ist wahrscheinlich, was ist das Wesen des Menschen? Und was bleibt übrig, wenn die Inszenierung aufhört? Du hast ganz viele Momente, in denen es wirklich darum geht, den Menschen im Kern zu beschreiben. Und das sind sehr philosophische Fragen. Du hast viele Referenzpunkte zur Psychoanalyse, zu den Existenzialisten, zu den Strukturalisten und versuchst dich da in verschiedenen Bereichen eigentlich am Wesenskern zu orientieren. Was bei dir immer wieder auffällt, ist, dass du, dass deine Werke ein Zeugnis darüber sind, dass es keine Linearität gibt. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil wir in einer Gesellschaft leben, bei der es immer ganz klare Verläufe gibt. Es geht immer um Wachstum, es geht immer um eine Geradlinigkeit und gewisse Ziele, die man verfolgt. Und nicht nur nach Covid-19, sondern auch bereits davor ist uns allen klar, dass ein Menschenleben viel mehr von Umwegen geprägt ist. Und dass, wenn wir alle ganz ehrlich mit Dingen umgehen, zur menschlichen Erfahrung gehört immer natürlich auch ein Trauerspiel, gehört immer auch die ganze Gefühlsbreite und es gehören selbstverständlich auch Dinge, die wir am liebsten eben nicht zeigen werden würden, wie das Scheitern, die Krankheit, die Altern. Möchtest du zu diesem, ich würde das mal als Plädoyer der Diversität wirklich bezeichnen. Möchtest du auf den Teil deiner Werke nochmal näher eingehen, weil sie auch eine sehr persönliche Entsprechung in deinem Leben haben, ja? Ja, ich habe halt, als ich 20 war, also ich könnte jetzt erst mit meinem Leben anfangen. Also es gibt ein Phänomen, das bedeutet, dass man als Mensch einen Mangel in der emotionalen Erinnerung an andere Menschen hat. Das heißt,
so ging es mir damals. Das heißt, ich weiß eigentlich, also da gibt es diese Menschen und die lieben mich, aber, und ich habe die vielleicht gestern getroffen, daran kann ich mich perfekt erinnern, aber emotional kommt es nicht anders. Es ist ein mangelndes emotionales Gedächtnis. Und das führt halt natürlich dazu, dass man sich ständig in einem Zustand der Einsamkeit befindet, sobald man alleine ist. Und das ist eigentlich so ein krisenhafter Modus, dass man sich zum Teil sogar selber nicht mehr spürt, weil man das Gegenüber ja braucht, um sich zu spiegeln. So. Das hat mich halt Anfang meiner 20er, also als junge Frau halt die ganze Zeit eigentlich beschäftigt, dass ich mich eigentlich immer nur irgendwie so von Tag zu Tag retten konnte irgendwie. Und deswegen wäre das damals gar nicht, obwohl ich damals auch schon gemalt habe und so und mir das auch irgendwie viel bedeutet hat, aber es wäre irgendwie gar nicht möglich gewesen für mich, irgendwie aus diesem ja, krisenhaften Leben irgendwie an die Uni zu gehen oder so. Und das ist aber auch ein Teil irgendwie von meinem, der sich, glaube ich, auch irgendwie in meinem Werk irgendwie widerspiegelt, diese beiden Pole, also die Einsamkeit und das Begehren. Wir kommen gleich nochmal auf diese konkreten beiden Pole zurück. Vielleicht an der Stelle nochmal ein großes Dank, dass du auch sehr offen mit diesem Thema umgehst. Ich schätze diese Offenheit sehr, weil ich glaube, dass wir häufig auch im Kunstbetrieb oder überhaupt, wenn wir so über Karriereplanung sprechen, und wir hatten im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen, dann gibt es so ein magisches Alter, und es gibt auch so eine Mythos, den wir kreieren, wenn es darum geht, wie wir Erfolge und wie wir auch künstlerische Entwicklungen zeigen. Das ist häufig sehr geradlinig, dass man sehr früh begonnen hat, bereits mit einer künstlerischen Praxis, und dann ist man an die Kunstakademie gegangen und dann wurde man entdeckt, etc. Aber dass es ganz häufig von Umwegen geprägt ist, ist vielen so nicht klar oder wird auch nicht gezeigt. Und auch, dass viel Scheitern dabei ist, also dass viele Bewerbungen abgelehnt werden. Und jetzt kommt bei dir hinzu, dass du, also wir würden das als psychische Erkrankungen wahrscheinlich bezeichnen. Und das sind Realitäten, die viele begleiten. Und es sind auch Realitäten, die wir vielleicht in sehr aktueller Zeit auch anders wertgeschätzt haben, weil Isolation, ob die jetzt aufgrund von einer Erkrankung da ist oder aufgrund von tatsächlicher Isolation, für uns alle ganz große Themen darstellen. Du sagtest ja gerade schon, in deinen Werken spielt Einsamkeit und Begehren eine große Frage oder eine große Rolle. Und das sind, würde ich sagen, nicht nur seit 2020 auch die zentralen Themen, die uns immer wieder begleiten, weil wir natürlich etwas begehren, was wir momentan nicht haben können. Und du hast schon sehr früh eigentlich dich mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil du diese emotionale Komponente für dich sehr analytisch herangehen musstest, weil du Sprache finden musstest, dafür noch Anknüpfungspunkte, wie man immer über Emotionalität spricht, ohne dass es kitschig wird. Also in deinem Werk geht es. Und auch wie man das Chaos irgendwie auflöst. Also ich habe ja dann viele Jahre eine Psychoanalyse gemacht und das hat mir irgendwie sehr geholfen. Das hat natürlich irgendwie auch irgendwie so diesen ganzen Denkprozess darüber irgendwie weitergebracht. Und deswegen konnte ich dann ja auch finally irgendwie studieren. Und in der Grundklasse war mein Professor 5 Jahre älter als ich. Und ich denke natürlich auch manchmal, ich hätte gern mit ihm zusammen studiert, dann wäre ich jetzt auch irgendwo und so. Also dann wäre ich vielleicht auch Professorin, weiß ich so. Aber das ist halt eben nicht immer so. Und irgendwie hat das aber auch irgendwie seine Qualität irgendwie. Also ich kann das jetzt, glaube ich, auch ein bisschen anders wertschätzen, was ich irgendwie die Sichtbarkeit, die ich heute irgendwie bekomme, die kann ich irgendwie anders
also die kann ich irgendwie anders begreifen, weil ich mich halt früher immer so unsichtbar gefühlt habe und das in meiner Wahrnehmung ja irgendwie auch war und das ist schon ziemlich toll, ja. Und ein gewisses Alter sorgt natürlich auch dafür, dass man Geschichten anders erzählen kann. Also ich glaube, dieser Mythos, dass wir bis 35 den Zenit im künstlerischen Leben erreicht haben müssen, weil danach die ganzen Bewerbungsausschreibungen ablaufen, weil das Alter dann eine Rolle spielt, das ist eine Sache, die wir auch in der Kunstwelt zukünftig hoffentlich anders angehen werden, weil bis 35 viel Suchen noch weitergeht und viele Antworten auch noch darüber hinaus auf sich warten lassen. Ja. Für all diejenigen, die es noch nicht wissen, ich glaube, wir haben es noch nicht genannt, du studierst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und bist dort quasi in der malerischen Klasse tätig. Wenn wir auf dieses Thema, wir haben es gerade schon an vielen Ecken immer wieder benannt, auf das Thema der Einsamkeit eingehen. Dann haben wir verschiedene Bereiche, denn Einsamkeit ist etwas anderes als Alleinsein. Möchtest du auf diesen Unterschied oder möchtest du auf deine Idee der Einsamkeit kurz eingehen? Ja, also im Grunde genommen sind wir ja alle einzelne Wesen, die halt irgendwie eigentlich nur ihre Erfahrungen irgendwie, halt irgendwie teilen können, aber streng genommen sind wir einfach in sich geschlossene Wesen, die irgendwie alleine sind und die halt eben alles Mögliche versuchen können, um das irgendwie zu lindern, indem man sich irgendwie mit anderen austauscht oder irgendwelche Spuren hinterlässt, aber wir sind halt eigentlich einsam. Also wir sind alleine, ja. Und einsam sind wir, wenn wir darunter leiden, dass wir alleine sind, würde ich sagen. Ja. Einsamkeit ist natürlich eines dieser Gefühle. Wir haben ja vorhin über diese Spannung zwischen Ordnung und Zerstörung gesprochen. Und Einsamkeit gehört definitiv ja zu einem dieser Gefühle, die wir in unserer Gesellschaft als nicht produktiv einstufen. Ja. Einsamkeit ist etwas, das man, über das spricht man nicht. Man geht in ein Retreat, aber man ist definitiv nicht isoliert und Isolation ist was Negatives, sondern man ist immer irgendwie connected. Also diese ganzen Modewörter zeigen ja, dass wir ein Gefühl der Zusammengehörigkeit beschaffen. Und die Einsamkeit ist eigentlich genau das Gegenteil. Die zeigt, dass man nicht immer ein Gefühl der Zusammengehörigkeit hat und dass es auch ganz wichtig ist zu unterscheiden, welche Zusammengehörigkeit man tatsächlich auch ein Gefühl der Intimität zulässt. Denn nicht jede Zusammengehörigkeit ist auch eine intime Erfahrung. Es gibt viele Gesellschaftsmodelle oder es gibt viele Modelle, in denen wir in einer Gruppe, Teil einer Gruppe sind, ohne die wir, bei der wir definitiv nicht intim, ehrlich und integer mit dieser Menschengruppe sind. Und Einsamkeit und Alleine sein sind zwei Bereiche, die wichtig sind, dass wir auch darüber sprechen können, weil wir als menschliche Erfahrung nur mit diesem Zulassen, dass es auch diese Gefühle gibt, tatsächlich andere Menschen ja herangehen, also an uns herankommen lassen können. Wir sehen auch nachher gleich nochmal am Ende des Gesprächs werden wir nochmal einen kleinen Rundgang machen, bei dem wir auch das titelgebende Bild letztendlich sehen werden, Ball and Chain, und da werden wir nochmal kurz über den Begriff der Einsamkeit sprechen, weil das ist ein ganz spannendes Bild in diesem Zusammenbereich. Wenn wir jetzt über diese einzelnen Pole sprechen, muss man natürlich auch immer sagen, dass diese Bereiche mit dir ganz eng verbunden sind. Also es geht hier nicht darum, diese Sachen ganz isoliert voneinander zu betrachten, sondern jedes Werk beinhaltet ganz viele Spannungen und ganz viele dieser Themen, die wir jetzt immer wieder ja ansprechen. Der zweite Bereich neben der Einsamkeit, der dir ein großes Anliegen ist, ist ja der Bereich des Begehren. Und wir haben hier im Hintergrund einmal Candy 1 auch zu sehen, die hatte ich zumindest in diesem Bereich gesehen, weil wir natürlich diese Herzform haben und das Herz als die Form oder das Symbol der Liebe und des Begehrens. Vielleicht möchtest du über das Begehren sprechen, aber vielleicht kurz anhand von Candy 1
wie es zu diesem Werk gekommen ist und wie es quasi in diese Ordnung reinfällt. Ja, ich müsste auch mal so ein bisschen. Wunderbar, ja, genau. Natürlich spiegelverkehrt, lustigerweise. Ja, genau, also das ist halt irgendwie, das sind halt zwei Bilder, es gehört halt zu einer Serie von zwei Bildern und ich habe da auch eine Freundin von mir gemalt, die ich dann von oben porträtiert habe und ich habe, das ist das zweite Bild dazu, habe dann halt so Gummiherzen genommen, Schaumgummiherzen, die ja irgendwie auch ja, also das Herz ist halt so ein abgegriffenes Symbol und ich wollte gucken, was passiert, wenn man das mit einem Porträt irgendwie in Verbindung bringt und dann irgendwie im Prozess irgendwie aufgefallen, dass es halt auch wirklich schwer ist, also weil es halt eigentlich dieses Herz, es ist schon echt ein verdammt starkes Element irgendwie und das war dann irgendwie interessant zu sehen, was das mit dem Gesicht macht und wie ich dann eigentlich mit dem Gesicht immer härter umgehe, um das irgendwie auszugleichen oder um da irgendwie eine Balance reinzubringen. Und mir kam es dann zum Teil fast so vor, als ob das Gesicht eigentlich irgendwie aus lauter Wunden irgendwie besteht. Und dann hat man also dieses Herz und steckt es da halt so rein. Ne? Also so auch so ein bisschen wie eine. Wie so eine Heilung oder Wiedergutmachung von etwas. Ja, und das Begehren hängt ja auch irgendwie mit der Liebe zusammen. Also, ja. Es hat auch, wenn ich das jetzt so als ich das Werk zum ersten Mal gesehen habe, hat es natürlich auch eine sehr lustvolle Art. Es hat mir fast schon eine sehr sexualisierte Art, weil natürlich ein Herz in einer Körperöffnung erstmal eine sehr sexuelle Art, Leseart aufmacht. Das Herz als das Symbol der Liebe ist erstmal eine romantische Lesart, wie wir über Begehren sprechen. Aber Begehren hat ja immer natürlich auch das Triebhafte. Wir haben beides. Wir haben das Triebhafte, das sich dann in Form von einer leidenschaftlichen eines Begehrens dann definiert. Und wir haben natürlich auch eine sehr geordnete Art des Begehrens, indem wir romantische Beziehungen aufbauen, stabile Partnerschaften eingehen und wir wieder diese Ordnung haben zwischen zwei Bereichen. Auch bei dem anderen Bild, das uns gerade gezeigt hat, sind die Herzen auf den Augen. Auch hier haben wir eine Sinneserfahrung, die genommen wird. Wenn ich nicht mehr sehen kann, muss ich darauf vertrauen, dass die Informationen, die ich über andere Sinne bekomme, mir darüber hinaus helfen, dass ich nicht mehr diesen Sinneseindruck über die Augen habe. Ich muss vielleicht darauf vertrauen, dass ich andere Hilfestellungen bekomme. Und du zeigst ein bisschen eine andere Form, was Begehren nämlich noch hat. Denn Begehren hat natürlich auch, wenn wir auf diese triebhafte Art reingehen, auch eine Gier. Denn man fragt sich immer, wann ist das Begehren gestillt? Kann man diese Leidenschaft. Denn es hat auch eigentlich, es kann auch was Verschlingendes haben natürlich. Also man kann sich das auch irgendwie so. Denken, dass man sich vor dem Begehren anderer ja manchmal auch irgendwie bringen muss, weil es halt irgendwie, ja, es ist halt auch etwas Verzerrendes und ja, das ist halt das Ganze. Es ist ganz wichtig, dass du das auch sagst, denn was auffällt, wenn wir auch gleich nochmal den Rundgang machen hier, ist, dass du dich sehr für die Frauenrolle, also für das Bild der Frau interessierst, die immer eigentlich mit diesem Moment des Begehrens zusammenfällt. Vielleicht möchtest du darauf eingehen, warum die Frau so zentral bei dir auch eine Rolle spielt. Ja, das ist auch einfach eine Identifikation natürlich, also weil ich selber eine Frau bin und mich das halt auch irgendwie interessiert, was das eigentlich bedeutet irgendwie in unserer Gesellschaft und ich habe halt irgendwie, also ich male ja meistens Freundinnen, also auch Kommilitoninnen, die sind halt irgendwie wesentlich jünger als ich und ich beschäftige mich natürlich auch damit, was das bedeutet, irgendwie älter zu werden und irgendwie ich wähle halt oft Positionen oder ich wähle oft irgendwie Darstellungen, die schon irgendwie so irgendwie auch so an der Normschönheit irgendwie festgemacht sind und
ich möchte irgendwie mich daran abarbeiten, was das eigentlich, was da jetzt eigentlich mit los ist. Irgendwie. Ja, ich weiß nicht, das jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz beantwortet, oder? Ich finde, gerade weil du es nicht beantwortest, bleibt es spannend. Denn, die Frage ist ja wirklich, kannst du es jemals beantworten oder brauchst du, musst du erst 90 werden, um es beantworten zu können? Ich glaube, wenn ich Männer malen würde, dann wäre das irgendwie, irgendwie so ein bisschen weird. Also dann würde ich vielleicht eher noch andere Geschlechter malen oder so. Aber sonst reizt mich einfach irgendwie nicht so. Ich habe dann aber tatsächlich ein Bild, das wir auch gleich sehen werden, wo ein cuter Boy drauf ist. Das ist der Freund von meiner Freundin und ich hatte die beiden irgendwie getroffen und habe dann gedacht, die sind halt irgendwie so... Sind halt so schön und ähnlich zusammen, die werde ich jetzt irgendwie. Aber es, also er ist eigentlich die Dekoration für sie. So. Also auf dem Bild jedenfalls. So. Und damit kehrst du auch ein gewisses Rollenverhalten um, denn häufig ist die Geschlechteraufteilung in der Werbung zumindest genau andersrum. Ja, das stimmt, ja. Ich würde vielleicht genau an dem Punkt mit dir den Galerienrundgang beginnen, hier aus der Distanz und du vor Ort. Wenn du uns gerade einmal führen möchtest, dass wir ein paar der Werke wirklich auch mal sehen in der Ausstellung. Okay, ja, versuchen wir mal, wie gut das jetzt geht. Ja, wir sind ja aufgrund von Corona alle erprobt, dass es digitale Anlässe eben auch technische Innovationen benötigt. Genau, ich muss mir auch eine Maske aufsetzen. Vorbildlich. Ja, sonst so ist die Vorschrift. Ja, wie fange ich am besten an? Ich glaube, ich zeige erstmal so den Raum. Das finde ich eine gute Idee. Dann würde ich vielleicht der Reihe nach umgehen. Das ist ein auch ein Porträt von meiner Freundin Marie. Lass das erstmal so unkommentiert. Oder soll ich was dazu sagen? Nee, das ist wunderbar. Ich würde auch sagen, wir gehen einmal reihum und bei gewissen Werken, die werden uns rauspiepen. Über die beiden hatten wir gerade schon mal gesprochen. Es ist auch toll, dass man die nochmal hier einmal miteinander im Bilde sieht. Hier sieht man auch nochmal ganz spannend, wie du mit diesem Inkarnat der Haut umgehst, wie du so eine Dunkelheit erzeugst, wie man auch sieht, dass das, was wir gemeinläufig als dass die Hautfarbe sehen, dass es gar nicht so einfach ist darzustellen, denn die Haut ist immer von ganz vielen unterschiedlichen Farben kennzeichnet und gibt immer Auskunft darüber, wie das Gefühlsleben eines Menschen ist, wenn wir vor Scham erröten, wenn wir vor Wut zornesrot anlaufen, dann verändert sich natürlich auch das Hautfarbe. Ja. Ein ziemlich hohes Format irgendwie, das ist so. Was natürlich auffällt, ist, dass du mit diesen Modellen natürlich befreundet bist oder sie kennst. Die sind alle in einer sehr entspannten Haltung. Es ist keine Inszenierung noch zusätzlich vorgenommen oder sie müssen keine eingehen, dass sie das überwinden, sondern diese Intimität, die du in dem Augenblick quasi haben möchtest, ist eigentlich von Anfang an da. Die muss nicht erst mal aufgebaut werden. Ja. Und dann gehe ich jetzt mal weiter in den anderen Raum. Also, das ist eine etwas ältere Arbeit von mir, die letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren entstanden ist und fällt so ein bisschen raus. Die ist mir aber
Auch sehr wichtig, weil wenn man da halt zwei Personen hat, also sozusagen wie ein Doppelporträt, das aber eigentlich auch so wirkt, als ob die miteinander nicht so viel zu tun haben, außer dass sie nebeneinander sitzen, weil die beide irgendwie so weit weg voneinander sind eigentlich. Ja. Deine Figuren sind stets so elastisch für die Interpretation, dass sie eigentlich ganz viele Interpretationsansätze zulassen. Also genau die Fragestellungen, die du stellst, bleiben auch als Fragestellungen erhalten, ohne dass du eine finale Antwort gibst, was ich immer Ja. sehr an deinen Werken. Ja, das würde man immer so gerne finden, als Künstlerin. Finale Antwort. Ja. Da haben wir das die Ausnahme in Anführungszeichen, da haben wir also den Herren, der noch im Bild zu sehen ist. Ja. Ja. Das wird mir helfen, das zu finden. Ja, es wird ja auch noch einen Ausstellungskatalog geben. Irgendwie, da kann man sich die Bilder dann nochmal besser angucken. Ich finde, das ist schon in dieser kleinen Führung ist das schon ganz spannend. Wir kommen auch gleich noch zum titelgebenden Werk der Ausstellung. Ich glaube, das ist gleich an der Nebensicht. Ah, da haben wir Genau. das Werk Ball and Chain aus dem Jahr 2019. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Werk, das ich jetzt für den Katalog im Bereich der Einsamkeit sehe. Vielleicht möchtest du auf den Moment kurz eingehen, denn auch hier porträtierst oder zeigst du eine enge Freundin und du zeigst vor allem diesen Moment, wenn die Inszenierung wirklich aufhört. Was geht es nämlich bei diesem Werk oder welchen Moment stellst du dir da? Ja, die Freundin hat mich halt irgendwie angetextet, als sie irgendwie so eine wilde Partynacht gehabt hatte und irgendwie so verkatert war. Und ich habe das dann halt gesehen und ich habe dann gedacht, ach, das sieht aber eigentlich, ist irgendwie, also sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und eigentlich hat mich dieser Moment auch angerührt, dass man sozusagen eigentlich in diesem. In dieser Tragik des Verkatertseins oder in diesem, ja, wie soll ich das denn sagen? Also in dieser, ich glaube, ich habe das gerade so ein bisschen verloren. Na, es Also. ist ja tatsächlich dieser Zwischenraum, also du sagst es schon ganz richtig, es ist letztendlich der Moment, der so schwer zu beschreiben ist, denn was ist denn schon der Morgen danach? Es ist oft der peinliche Moment, dass man versucht, sich das verlebte Leben aus dem Gesicht zu waschen und irgendwie wieder in den Alltag zurückgeht. Es ist der Moment zwischen der besonderen Partynacht in dem Fall und dem Alltäglichen, es ist der Zwischenraum. Das ist auch der Moment, in dem genau diese Inszenierung bröckelt. Vielleicht hat sie noch zum Teil Make-up im Gesicht. Man sieht zumindest den Lidschatten noch. Sie trägt ein Bustier. Ist da tatsächlich sehr verletzlich auch dargestellt. Das ist genau der Moment, der uns in den sozialen Medien nicht begegnen würde, sondern wir hätten das Selfie davor, aber das danach haben wir nicht. Wir sehen eine Wasserflasche auf dem Nachtbett. Das kennen wir alle irgendwie. Wir sehen die Haut, wir sehen das wirklich Verletzliche und auch dieses sehr Vertrauensvolle, dass sie in diesem Moment einen zulässt, dass sie als Betrachter, es ist keine voyeuristische Szene, sondern es ist eine Szene, die eigentlich eine sehr zerbrechliche Art aufmacht, was bleibt danach übrig und wie geht es den Menschen danach in solchen Augenblicken, denn über den Moment wird eigentlich ganz selten gesprochen, dieser Ja. Moment, wenn man eben wieder zurückfällt in das Normale, aus diesem extraordinären, wieder zurück ins Ordinäre. Ja, und irgendwie hat für mich diese Haltung halt, also steckt in der Haltung halt irgendwie viel drin, weil sie eigentlich irgendwie noch so zurückgezogen wird oder zurückgeworfen wird in dieses Bett, aber gleichzeitig, also in diesen Zustand der, ja, das sagt man denn, der, ja, also in diesem Zustand der Schwäche und so, aber Ja. irgendwie, aber sie richtet sich halt schon so auf und hat irgendwie so einen würdevollen Ausdruck da dann irgendwie. Und das ist etwas, was mich halt irgendwie
anzieht, tatsächlich. Ja. Ist so ganz bei sich, also man hat so das Gefühl, sie schmatzt so den Tag an. Und das hat eine wahnsinnig würdevolle Haltung, weil es den Menschen als Ganzes darstellt. Das ist nicht eine Inszenierung, die ein gewisses Image verkörpern möchte, sondern es zeigt einfach eine alltägliche Szene, wie der Mensch im normalen Alltag tatsächlich ja immer wieder mit seiner ganzen Selbst kommen kann, mit seinem ganzen Wesen. Und es hat auch etwas davon, dass man immer wieder von vorne anfängt. Also nach solchen Nächten, man kennt das nicht, ne? Also man muss sich dann plötzlich wieder dem Leben irgendwie stellen und diesen den Problemen. Unbedingt. Ich würde das Gespräch mit einem Zitat gerne beenden, wenn das für dich soweit in Ordnung ist. Ich finde nämlich, dass Friedrich Nietzsche in deinen Werken für mich zumindest immer wieder eine Rolle spielt zwischen diesem apollinischen und dionysischen, zwischen dieser Ordnung und diesem Mussvollen. Und Friedrich Nietzsche hat einen gewissen Schönheitsbegriff definiert, den ich bei dir mit dem Begriff der Begierde gerne zusammen anwenden würde. Und zwar schreibt er, zitiere: Die edelste Art der Schönheit ist die, welche nicht auf einmal hinreißt, welche nicht stürmische und berauschende Angriffe macht, eine solche erweckt leicht Ekel, sondern jene langsam einsickernde, welche man fast unbemerkt mit sich vorträgt, und die einem im Traum einmal wieder begegnet. Endlich aber, nachdem sie lange mit Bescheidenheit in unserem Herzen gelegen, uns ganz Besitz nimmt, unser Auge mit Tränen, unser Herz mit Sehnsucht. Die Begierde ist letztendlich eigentlich der einzige Weg zu Intimität. Vielleicht tragen das ja auch deine Werke im Kern zur Aussage, denn sie sind ein Bekenntnis zum Risiko, das Unvorhersehbare letztendlich bereit zu machen und damit die Lebendigkeit zu feiern. Und mit Ja. den Worten, liebe Pina, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Beglückwünsche dich zur wunderschönen Ausstellung, zur Eröffnung. Danke dir, dass wir dabei sein durften, ein wenig zumindest im intimen Rahmen. Und für Sie, liebe Betrachter, ich hoffe, dass wir Ihnen Lust machen durften auf die Begegnung und auf das Werk von Pina Rath. Wir werden Ihnen alle notwendigen Links einmal unten in den Beschreibungstext packen und an der Stelle darf ich mich herzlich von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. Tschüss.